Hallihallo und einen wunderschönen Tag, guten Tag, guten Nachmittag aus dem wundervollen Alanya. Ich laufe gerade wieder meine Strecke runter Richtung Strand, nämlich mit meinem Freund Metema treffen auf ein Käffchen und habe gerade meine neue Sonnenbrille mit Stärke abgeholt. Habe mir jetzt mal richtig schöne Brille hier machen lassen. Eine Original Ray-Ban und ich bin mir sogar relativ sicher, dass es wirklich eine Original Ray-Ban ist, weil ich auch ein Original Case mitbekommen habe und ich habe es ja beim richtigen Optiker gekauft, selbst wenn es nicht original ist, also es fühlt sich an wie eine Markensonnenbrille. Sehr gut, genau auf meine Stärke angewiesen, also eingestellt, schleifen lassen die Gläser. Habe einfach meinen Optiker in Deutschland angeschrieben, habe gesagt, hey, ich brauche mal die letzte Rechnung, wo die Stärke draufsteht und bin dann hier mit dann zum Optiker gegangen. Habe das gleich auch nochmal für meinen Sohn gemacht. Und der hat auch eine ganz tolle Sonnenbrille, so mit Verspiegelung und mit einem Farbverlauf drin. Und selbst das konnten die mit Stärke machen. Was ich auch sehr lustig fand, war, dass die Dame bei dem Optikerladen gesagt hat, with numbers, also ich sage ja jetzt im Deutschen mit Stärke, also mit Weitsicht, Kurzsicht, mit Achse und allen Pipapo. Und hier hat sie gesagt, with numbers, also mit Nummern, mit Zahlen, ja. Voll cool. Und jetzt habe ich eine neue Sonnenbrille, mega cool. Die ist ein bisschen heller als meine andere. Meine andere ist so dunkel, wie es nur geht. Aber gerade wenn es dann so ein bisschen dämmert, kann ich damit dann relativ schlecht Auto fahren. Und im Dunkeln gar nicht. Und das ist jetzt so eine bisschen hellere Version. Bisschen grünes Glas und ja, macht einen guten Eindruck. Erster Test. Was hat die Brille jetzt hier gekostet? Also eine Markenbrille konnte ich mir aus ein paar hundert Gestellen aussuchen. Bin sehr gut beraten worden. Es hat 2 Tage gedauert, dann war die Brille fertig. Und das ging sehr, sehr schnell. Das bedeutet, man kann sich das ja auch mal im Urlaub hier machen lassen. Fährt mal zu einem Optiker, der nicht so teuer ist und lässt sich das machen. Und das hat gekostet 57 Euro. Also eine Sonnenbrille mit Marke inklusive den Brillengläsern in meiner Stärke. Und in Deutschland hätte ich da sicherlich so 200 Euro gelassen. Schätze ich mir jetzt, ja doch, müsste hinkommen. Vor allem gibt es hier nicht diese Abzock-Ding mit den verschiedenen Gläsern. Ja, das ist entspiegelt, ja auf jeden Fall. Das ist ein spiegeltes Glas. Das ist sicherlich auch relativ kratzfest. Und in Deutschland machen die halt immer so ein Upsell, dass sie sagt, ja, die Körperbrille kostet eigentlich 150, aber sie wollen ja sicherlich Carl Zeiss Gläser und sie wollen ja entspiegelt und sie wollen kratzfest und bla bla bla. Und dann mit irgendeinem Coating drauf und dann bist du ruckzuck dann allein für die Gläser zahlst du dann plötzlich, was ich, 200 Euro. Ja, wir haben einen Spezialpreis, wenn sie das jetzt nehmen, kosten 150 plus den Gestell. Und schon bist du ruckzuck bei 300 Euro für eine Brille. Das ist so ein bisschen, ja, in Deutschland die Abzocke. Man muss aber auch hier aufpassen, dass man nicht überfahren wird zum Beispiel. Der war jetzt ganz schön knapp an mir dran. Dass man zum richtigen Optiker geht, weil die Alexandra war bei dem Nachbaroptiker. Ich habe ihr quasi den Optiker vom Ali empfohlen. Oder der Ali hat uns seinen Optiker empfohlen. Ich habe ihr den Standard geschickt und sie ist beim Nachbar reingegangen. Und hatte da vor einem halben Jahr oder so die Brille für meine Tochter gemacht und der wollte uns abzocken. Der hat dann für die Brille von meiner Tochter, glaube ich, 120 Euro oder so genommen und hatte ihr gesagt, ja, sie kriegt 2 Brillen dafür, weil sie erzählt hat, unsere Tochter verliert die so oft. Ja, ja, für 120 Euro gibt es dann 2 Brillen. Hat dann die Alexandra gesagt, ja, das ist ja okay. Ne? Und dann kam sie dann an zum Abholen und dann gab es nur eine Brille. Und dann hat sie gesagt, nein, sie haben gesagt 2 Brillen. Nein, nein, ich habe nur gesagt 1 Brille. Und das war dann sehr blöd. Und der hat sie dann so lange fertig gemacht, bis er ihr wirklich noch eine 2. Brille gemacht hatte. Und aber eine andere, die andere wäre so teuer und bla bla bla. Also da würde ich nicht wieder hingehen. Aber da, wo wir heute waren, den kann ich wärmstens Herzens empfehlen. Der heißt Ahmed Optik. Der ist in der Nähe von der Metro. Der hat auch einen Google-Standort. Das bedeutet, ich werde mal das definitiv unten verlinken. Könnt hingehen, der hat auch eine Mitarbeiterin, die sehr gut Englisch kann und kriegst du eine WhatsApp-Nummer dann auch und kannst dann halt mit denen kommunizieren
ist die Brille fertig. Ich komme jetzt mal vorbei. Habt ihr heute überhaupt offen? Heute ist Feiertag. Und hat er nochmal gefragt, so habt ihr heute auf? Ja, ja. Dann kommen wir so um 13.30 Uhr vorbei. Ja, das ist kein Problem. Und dann waren wir da und haben dann die Brillen gekriegt. Sehr cool, ja. Also da kann man hier wirklich, auch wenn man hier im Urlaub ist, deutliches Schnäppchen machen. Also wirklich zu empfehlen. Was auch noch relativ günstig und gut hier ist in der Türkei, das sind Zahnärzte. Also wir haben eine Zahnärztin gefunden, die ist ziemlich gut. Die wurde uns auch von der guten Bekannten, von der Silvia, empfohlen. Das ist eine Freundin von der Alexandra. Und die ist wirklich gut. Und die Alexandra fährt nachher mit unserer Angestellten dort nochmal hin. Wir haben ja eine Betreuerin für unsere Tochter in der Schule. Und die hatte letztens erzählt, dass ihre Tochter so Karies hat und dass sie jetzt darauf spart, die Zähne machen zu lassen. Und dann habe ich gedacht, hä, das kann doch gar nicht sein. Die ist doch angestellt bei uns über die Schule. Die ist doch krankenversichert. Wieso spart die jetzt, um da Karies wegmachen zu lassen? Und jetzt hat sich herausgestellt, dass bei der SGK, bei der gesetzlichen Krankenkasse hier, keine Zähne dabei sind, nicht mal rudimentäre Sachen, wie was ich, eine Plombe machen, Karies wegmachen, Zahnreinigung, das ist in Deutschland ja auch fast nicht. Aber eine Kontrolluntersuchung oder halt mal, ja, wenigstens das Mindeste, ja. Und dann hatten wir sie dann mal gefragt, ja, was hat denn die Kleine? Und so, ja, die hat 3, 4 Zähne, die haben halt Karies und sie hat auch Schmerzen. Und es gibt hier dann so staatlich, im staatlichen Krankenhaus gibt es Zahnärzte, die sind günstiger. Da wollen die jetzt hin. Aber da ist der Termin, kriegst du keine Termine. Weil das natürlich günstiger ist, da will dann jeder hin. Jetzt muss ich mal kurz Pause machen. Und unser Angestellter hat auch erzählt, dass ihre Tochter also wirklich auch Schmerzen hatte. Sie hat auch schon mal Schmerzmittel dann gekriegt, irgendwie in der Notaufnahme von der Klinik, weil sie so Zahnschmerzen hatte. Und da bricht mir natürlich das Herz. Und ich habe mit der Alexandra jetzt einfach beschlossen, wir fahren mit der, also die Alexandra fährt mit ihr nachher zu unserer Zahnärztin, wo ich einfach weiß, die ist sehr, sehr gut. Und die soll sich die Kleine mal angucken und wir bezahlen die komplette Zahnbehandlung. Das kann ruhig ein paar hundert Euro kosten, das ist mir egal. Wir wollen ja auch einiges zurückgeben an dieses Land, was uns hier so herzlich aufgenommen hat. Ich habe ein gewisses Budget, das werde ich dann auch hier über das Sozialamt hier verteilen, wird rausfinden, wer hier alles bedürftig ist und wirklich bedürftig ist. Und immer wenn ich mal jemanden treffe, den ich persönlich kenne, wo ich weiß, es kommt an, richtig an, werden wir da auch einen Teil unserer Ersparnisse auch in die Hilfe stecken, damit es den Leuten hier auch besser geht. Also das darf man dann nicht vergessen. Die SGK ist hier deutlich, deutlich günstiger als in Deutschland, die Krankenkasse, aber Zähne sind anscheinend nicht drin. Da gibt es natürlich wahrscheinlich Zahnzusatzversicherungen, die man hier machen kann. Wahrscheinlich auch für wenig Geld, aber ja, wenn man generell wenig Geld hat oder noch nie gearbeitet hat, dann ist das halt schwierig. Ne? Und Und dann habe ich, wir waren ja schon mal bei der Zahnärztin und hatten dann gefragt, wie es aussieht mit Kronen, mit Implantaten, mit Krücken, mit bla bla bla. Und das kostet hier so. Ja, so ein Drittel bis zum Viertel nur von Deutschland, je nachdem bei welchem Zahnarzt man ist. Und kann sich dann halt, wenn man gerade in Deutschland nicht genügend Geld hat, sich seine Zähne machen zu lassen, kann man das hier dann doch relativ günstig machen. Das sind halt alles Privatzahnärzte dann, ne? Also man hat hier so viele Zahnärzte, an jeder Ecke ist ein Zahnarzt, aber keiner davon ist gesetzlich, weil die sind alle privat. Deswegen muss man sich da gutes Angebot machen und sagen, hier, was kostet das und so. Und dann kann man hier auch günstig Zähne machen. Also Brillen und Zähne, ja, da vielleicht mal eine Voruntersuchung machen in einem Urlaub und dann vielleicht nochmal 4 Wochen später kommen und das dann alles machen und dann halt zum Heilen an den Strand legen. Und was hier noch sehr, sehr günstig ist, ist alles aus der Apotheke. Also alles viel, viel günstiger. Ich habe mir gerade was geholt und zum Beispiel mein Asthma-Spray. Ich habe jetzt meins, was ich in Deutschland auch nicht bekommen habe, ja auch nicht bekommen hatte, aber hier mit dem Apotheker gesprochen, vor so einem halben Jahr war das glaube ich auch, wo alles aufgebracht war aus Deutschland, hatte gemeint, ja, ich habe das und hatte noch ein anderes, meint, ja, die Wirkstoffe haben wir nicht, aber wir haben den Wirkstoff, der ist sehr, sehr gut, der hilft gut, da muss man nur einmal am Tag einmal sprayen und dann hat man keine Probleme mit der Lunge und das ist echt so, hat total gut funktioniert und das Spray kostet statt 80 Euro, wie in Deutschland hier, ich glaube 12 Euro oder so. Also viel, viel günstiger
und kannst da alles frei verkäuflich bekommen. Gerade als Tourist kriegst du ja auch die Sachen einfach in die Hand gedrückt, weil die davon ausgehen, dass man halt ja hier ist und hat was nicht und dann jetzt extra hier zum Arzt zu laufen und so, dann drücken die auch mal ein Auge zu. Ich habe ja auch mal Antibiotika hier bekommen, als ich noch so was mit der Lunge hatte nach meiner etwas schlimmeren Erkältung Anfang des Jahres. Und da hatte ich einfach mir von einem Bekannten aus Deutschland, hat er gesagt, ja, ich habe genau dasselbe gehabt, ich habe das Antibiotikum bekommen und dann bin ich jetzt zur Apotheke, gemeint, habt ihr diesen Wirkstoff? Ja, ja, klar, haben wir so ein Breitspektrum Antibiotikum für die Lunge und die Atemwege und dann haben die mir das einfach gegeben. Und dazu habe ich noch Probiotika bekommen für den Darm, habe das 7 Tage genommen und dann war die Lungenentzündung weg. Und alles war gut. Ne? Also man hat hier auch sehr, sehr gute Beratung in den Apotheken, dass man auch sagt, ja, ich habe das und das. Oder sehen Sie mal hier, ich habe dies. Und dann sagen die, ja, ja, klar, es könnte das sein. Oft arbeiten dann 2, 3 wirklich gut ausgebildete Leute auch in der Apotheke und können einen beraten. In Deutschland hat man das in manchen Apotheken ja auch, aber in den meisten Apotheken habe ich die Erfahrung gemacht, hat man irgendwie keine gute Beratung mehr. Tja, und mitten hier unten an der Haupteinkaufsmeile hat man so einen richtig schönen Park, wo ein ganz toller Brunnen auch drin ist und Wasserspiele. Und jetzt in der Saison ist das hier so wirklich wunderschön und da hinten spielen Kinder Volleyball und da sind Spielplätze. Der Strand ist hier, glaube ich, nur 2 Minuten bis zu Fuß runter und hier auf der Barbarossstraße sind so viele Cafés und Geschäfte und da werde ich jetzt gleich mal einen leckeren Kaffee trinken mit meinem Freund Leto und einem frisch gepressten Orangensaft trinken. Das ist übrigens ja auch günstiger als in Deutschland.